Problemfamilien. Ein Wort, das Schicksale beschreibt. Dahinter verbergen sich elterliche Sorgen und familiäre Konflikte von Mitmenschen. Die Gesellschaft sieht das halt alles so ein bisschen, ja, alleinstehend, okay. Gibt ja irgendwo sicherlich noch den Papa oder, ne. Letzten Endes sind das ja irgendwo Herausforderungen, die man so hat, ne. So diese alltäglichen Herausforderungen, ne. Das Kind will sich nicht anziehen, will nicht losgehen, weil es regnet oder, ne, was auch immer. Es ist schon sehr stressig, ja, und ich bin manchmal auch sehr mit meinen Nerven am Ende. Natürlich ist das Kind immer an erster Stelle, aber abends dann, was macht man? Man räumt erstmal auf, man macht Wäsche, man macht das, man kommt gar nicht zur Ruhe. Drei Menschen, die durch ihren Alltag erleben müssen, dass Eltern zu sein alles andere als leicht ist und die sich deshalb Hilfe suchten. Ich bin Christine, bin 23 Jahre alt, bin alleinerziehende Mama. Der Vater von meinem Sohn wohnt nicht hier und ist auch gar nicht im Leben von meinem Sohn auch nicht. Und deswegen, ich kriege das alles ganz gut so hin. Ich bin so glücklich, wie es gerade im Moment ist. Und ja. Ein Glück, für das die Mitarbeiter der Eltern-AG mitverantwortlich sind. Ein Projekt, das benachteiligten Eltern nachweislich wirksame Hilfe anbietet. Jeanette Thiemann ist Geschäftsführerin hier. Sie und der Begründer Meinrad Armbruster sehen in ihrer Eltern-AG einen wichtigen Baustein für unser Sozialwesen. Eltern-AG ist deswegen wichtig, weil wir uns um die unteren 20% der Bevölkerung kümmern, und zwar um die Kleinsten und die Schwächsten in der Bevölkerung. 80% machen eine sehr gute Entwicklung, 20% drohen vergessen zu werden. Und gerade Eltern, die in prekären, benachteiligten Bedingungen leben, haben das große Problem, dass es keine geeigneten Hilfen gibt. Und wir möchten diesen Eltern genau diese Hilfen zur Verfügung stellen, die sie annehmen können und die ihnen helfen, ihren Kindern möglichst optimale Entwicklungschancen zu geben. Eltern zu fördern, um die Startbedingungen der Kinder zu verbessern. Ein ehrgeiziges Ziel. Das freut mich. Wir wollen, dass die Kinder die Chance haben zu entscheiden, was sie werden möchten, wo sie hinwollen, was sie mit ihrem Leben machen wollen. Das haben wir in Deutschland derzeit nicht. Und das wollen wir schaffen, indem wir mit den Eltern arbeiten, den Kindern gleiche Chancen zu geben. Gleiche Gesundheitschancen, gleiche Bildungschancen und damit gleiche Lebenschancen. Diesem Ziel widmet sich das Team der Eltern-AG in der täglichen Arbeit. Mentoren mit pädagogischem Abschluss, die in ganz Deutschland AGs anbieten. Ein Beispiel, die Eltern-AG von Salzgitter. Über 20 Wochen hinweg werden hier benachteiligten, oft alleinerziehenden Eltern Wege zu einer besseren Erziehung aufgezeigt. Der erste Schritt, die Sorgen und Nöte gemeinsam in der Gruppe zu besprechen. Zudem gibt es hier einfache Tipps für den Alltag. Wenn es um Erziehung geht oder wir besprechen viel so gesunde Ernährung, der erste Zahnarztbesuch oder auch Unterhaltsprobleme, wenn man einen Unterhaltsvorschuss bekommt, wenn man getrennt lebt vom Partner, wie ist das dann mit dem Sorgerecht und mit Umgang und so. Also da lernt man ganz schön viel, ja. Auch Spielideen sind ein fester Bestandteil jeder Eltern-AG. Zum einen lassen sich die Spiele mit den eigenen Kindern ausprobieren. Und sie lösen Spannungen, die manche Eltern aus ihrer belastenden Familiensituation mitbringen. Für die Mentoren ein wirksames Mittel, um an die Probleme der Teilnehmer heranzukommen. Am Anfang ist es schon mal erstmal so ein bisschen schwierig. Es ist halt ungewohnt, wirklich auch so eine Übung zu machen, ein bisschen zu spielen. Aber sie merken sehr schnell, dass es ihnen gut tut, dass es Spaß macht, dass sie in den Austausch mit den anderen kommen und dass sie gemeinsam Spaß haben können. Und das Ganze auch wirklich dann auflockert. Und Spaß ist einfach wichtig dabei. Spaß und Spiel sollen abbauen, was die Entwicklung von benachteiligten Kindern maßgeblich einschränkt. Stress der Eltern und daraus resultierende Gewalt. Christoph hat für seinen Sohn Dwayne an einer Eltern-AG teilgenommen und sie profitieren beide davon, wie er sagt. Es
sehe auch meinen Sohn jetzt mit anderen Augen. Also ich behandle ihn auch anders. Also ich bin nicht mehr so laut wie vorher. Also wir sind ja immer dann relativ, was heißt relativ schnell nicht, aber etwas dann aus der Haut gefahren, also ein bisschen lauter geworden in dem Sinn. Und ich versuche das jetzt ein bisschen mehr auf der ruhigen Art, weil ich habe durch anderen Eltern auch kennengelernt, dass das auch anders geht. Also dass man nicht immer gleich ausrasten muss, weil die Kinder gucken sich das alles ab und übernehmen das dann auch dementsprechend. Und das klappt sehr gut. Also. Christoph hat mit seiner Partnerin die AG absolviert. Nun lassen sie bei einem Nachtreffen nochmal die Puzzleteile Revue passieren, die jede AG ausmachen. Blau etwa steht für die Entspannung, die sie sich wo immer möglich gönnen sollen. Und das rote Bauteil besagt, Eltern gelten hier auch als Experten, die ihr Wissen austauschen sollten. Es ist schon so, dass wirklich auch viele Tipps von den Eltern jetzt untereinander kommen, ja, wo man sagt, okay, wir versuchen das mal. Ich jetzt als Vater gebe jetzt einen anderen Elternteil mal zum Beispiel einen Tipp, wie er eigentlich vieles auch besser machen kann. Also es ist schon, man merkt es schon, ja, dass es schon besser wird oder besser ist. Aber die Experten, naja, ein kleiner. Dennis ist bescheiden. Diese bescheidene Haltung soll hier eine Minute lang in einem Mentorentraining geübt werden, aus der die benachteiligten Familien ihre Situation betrachten. Es ist die Perspektive der Kleinheit, der Bedeutungslosigkeit. Sie soll nicht nur zwischen Mentoren und Familien geändert werden. Die Devise der Eltern-AG, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Ein Aufruf, der sich auch an die Gesellschaft richtet. Schaut mit dem richtigen Blick auf die Familien, die ihr für problembelastet haltet. Schaut mit richtigen Blick, nämlich mit einem positiven Blick auf diese Familien. In diesen Familien läuft so viel toll. Das sind großartige Menschen, die einfach einen Lebensalltag meistern. Den würden wir alle so gar nicht hinkriegen. Schaut darauf, was diese Familien alles für Großartiges tun mit ihren Kindern und was sie für die Gesellschaft sind. Die Familien der Eltern-AG. Gestärkt für ihren Alltag. Unterstützt von Mentorinnen, die sie in ein zumindest etwas besseres Leben entlassen. Was wir schon mitgenommen haben jetzt in der Zeit, da spricht man ja dann auch drüber, ne? Und dann erzählt man ja auch, ja, hast du das und das schon mal ausprobiert und das vielleicht? Ja, habe ich. Und dann tauscht man sich aus. Für alles gibt es eine Lösung. Für alles gibt es einen Weg. Ja. Das war wirklich eine Erfahrung wert. Und ich sehe manche Dinge heute ganz anders wie früher noch. Wir sind da so eine eingeschworene Truppe und man weiß, dass man nicht alleine ist. Ne?